Grüß euch, YouTube-Freunde. Von denen habe ich euch erzählt, dass ich mir was kaufe. Ich als Schnäppchenjäger. Oder was leist. Ich als Schnäppchenjäger. Was Preis-Leistung eigentlich top ist. Erkläre ich euch später. Und jetzt werden wir das Paket einmal aufmachen. Bleibt dran und seid gespannt, was da drinnen ist. Auf geht's! So, Unboxing. Wir packen das aus. Ich habe mich schon so gefreut auf das Paket. Egal was, Kühlbox nennt sich Kühlbox, weil da drin soll es kühl sein. Und das garantiert mir, dass sie lang genug kühl ist. So, machen wir mal auf. Jawohl, jawohl. Jetzt wird man gesagt, oh Gott, nicht so gut. Jawohl. Das ist meine gute Leandron-Batterie mit 150 Amperestunden. 150 Amperestunden, ja. Ich habe so viele Videos angeschaut über die Marken, über das Produkt. Es gibt so viel drinnen, die erklären die das sehr, sehr genau. Ich kann euch, das habe ich mir rauskopiert von einem Leuten, die was das auch so richtig schön präsentiert haben. Aber da sieht man, dass Preis-Leistung, dass die eigentlich günstiger ist als wie jede andere Geschichte. Ich schmeiße euch das Foto jetzt rein. Da habt ihr genug gesehen jetzt, gell? Also kopiert es aus, schaut euch das nochmal an, warum, weshalb die Batterie überhaupt Lipo 4 Lithium Geschichte. Ich bin kein Rechengenie, aber ich kann eins und eins zusammenzahlen, das geht sich aus. Und deswegen habe ich gesagt, wenn, dann muss es sowas sein. Weiter geht's mit Auspacken. Sie ist nicht so schwer, wie sie ausschaut. Auf keinen Fall. Das gefällt mir sehr gut. Spült alle Raffinessen. Und jetzt erkläre ich einmal, warum die Batterie über ein Lithium-Geschichte, Lipo 4. Wie gesagt, ist nicht so schwer für die Größe. Für 150 Amperestunden überhaupt nicht. Zur Erklärung. Bevor ich jetzt die Batterie anfange zu markieren, möchte ich auf eine bestimmte Firma hinweisen, wo ich die gekauft habe. Erstens kompetent, Auskunft. Man kommt nicht in einer Warteschleife rein, wo man 1, 2, 3, 4, 5 drücken muss, überhaupt nicht. Man kriegt eine fachgerechte Auskunft und wenn man sich sowas schicken lässt, kostet gerade mal 8 Euro. Also was soll es? Für 8 Euro brauche ich nirgends hinfahren. Melde mich bei der Firma, verlinke euch, unten, oben, unten, überall. Super freundlich, die sind spezialisiert auf Batterien, also wenn du da anrufst, dann kriegst du eine Auskunft auch. Tut es mir aber auch gefallen. Ruft es nicht dorthin an, fragt es ihnen ein Loch im Bauch und dann geht es euch irgendwo wegen ein paar Euro irgendwo das günstiger suchen. Die Firma lebt davon und wir müssen eigentlich kleinere Firmen unterstützen. Amazon ist groß genug, also die brauchen wir nicht mehr unterstützen. Da bestellen so viel irgendwas, aber wie gesagt, für das gibt es spezielle Firmen. Nennt sich Batteriehus. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wie gesagt, die Verlinkung unten. 8 Euro, sagt euch das was, das ist ja nichts. Nein, also Top-Firma, muss ich wirklich sagen. Ich danke recht herzlich für die Unterstützung. So muss ich das sagen. Und jetzt erkläre ich, warum Leandron, warum Lithium 4.
Folgendes, der Nutzenfaktor ist ja wichtig bei so einer Batterie. Was bringt mir die Batterie, die was ein bisschen mehr kostet? Moment. Sagen wir mal so, ich habe einen halbvollen Tank. Und wie viel kriege ich natürlich jetzt eine? Ja, 50%, weil er halb voll ist. So, jetzt ist da der Benzin oder der Diesel so billig. Und wie viel kriege ich noch eine? 50%. Also, wie viel das spare ich davon? Gar nichts. Und die Reichweite? Auch nur 50%. Also, was bringt mir der 100-Liter-Tank, wenn ich nur 50% reinkriege? Ja, man fährt nur Gewicht durch die Gegend. Und das ist zum Beispiel schon mal ein Unterschied zwischen Bleiplattenbatterie, schön schwer, man kriegt nur 50% außer und was bringt mir das? Ich möchte die anderen 50% ja auch haben, oder? Und der Witz von der ganzen Sache ist, die Tankstelle hat schon vorher abgeschalten, bevor mein Tank voll war. Also, ich habe nicht einmal meine 50% jetzt auftanken können, dass ich auf 100 komme. Da sieht man. Also, es kann euch auch passieren, zum Beispiel, wenn ihr Sonnenenergie, das meine ich auch mit der günstigen Variation, Sonnenenergie, aber jetzt kommen die Wolken, ja, die Wolken. Und was machen die Wolken? So ein Panel mit Wolken ist nicht sehr effizient. Also, es regnet. Und wenn es so regnet, also wie es da überall regnet, was macht man? Man ist im Bus, man ist im Wohnwagen, man ist nicht draußen, leider. Verwendet vielleicht, wenn einer ein Luxustyp ist, einen Fernseher, man hört Musik, es ist kalt, man probiert die Heizung einzuschalten, die Luftwärmeheizung, das braucht alles Energie. Aber wir haben ja nur 50%. Und von den 50%, was wir eigentlich haben sollten, von den 100%, haben wir aber nicht die 100%, wie ich es euch jetzt gerade gesagt habe. Oder du musst weiterfahren. Oder du bist mit deinem Ladebooster dabei, deine Batterie aufzuladen. Und du fährst nicht mehr weiter, weil du schon angekommen bist. Also kann sein, dass du deine Batterie gar nicht aufgeladen hast auf 100%. Und jetzt stehst du dort. Und was passiert da, wenn du dann dort stehst und zu wenig Strom hast? Hä? Hallo? 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 Ja, sehen's? So ist es richtig. Viel Energie, dann bleibt die Kühlbox kalt. Oder wenn du heizen tust, hast du es schön warm. Oder du leuchtest im Schauspielhaus ein bisschen was aus. Ich hoffe, euch hat das ganze Video gefallen, was ich da gedreht habe, über die Batterie, natürlich Leihen dran, wie schon angekündigt, und die Firma Batterios, wie gesagt, ich verlinke das unten noch einmal. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, bis bald, euer ATG Ant und der große Offroad, Tonis Offroad und Campinggarage. Tschüss!